Kleine und große Forscher in Mannheim im Luisenpark. Das ist die Explore Science. Das Interesse an der Astronomie, an der Technik und an der Wissenschaft, das hat die vielen Kinder und Jugendlichen hier zusammengebracht. Damit ihr erfahrt, was so alles passiert ist, gibt es das Videoteam. Jeden Tag eine Schülergruppe, die mit professioneller Ausrüstung und Anleitung unterwegs ist. Heute zum Beispiel eine Aufnahme draußen zwischen Saturn und Jupiter. Im Gespräch Beate Spiegel, Geschäftsführerin der Klaus-Tschira-Stiftung. Was macht für Sie die Explore Science als Klaus-Tschira-Stiftung so besonders? Also findet ja jetzt, wie gesagt, zum 13. Mal schon statt, jedes Mal und jedes Jahr wieder aufs Neue begeistert, wenn man den Eingang hier reinkommt vom Luisenpark und dann kommen die Straßenbahnen und dann kommen die kleinen Kindergartengruppen, dann kommen die großen Schülergruppen aus der Straßenbahn und ich denke dann immer, wow, die sind alle für Naturwissenschaften begeistert, freut mich ungemein. Für die Kamera gibt es viele interessante Motive. Ein Koffer, der ein Eigenleben entwickelt, wenn er getragen wird. Oder ein Reporter, der einfach mal ein paar Runden auf dem Stuhl dreht, ohne Anschubsen. Gleichzeitig schrauben und basteln die Wettbewerbteams an ihren kosmischen Staubsaugern. In unserem Sonnensystem hat der Riesenplanet Jupiter eine Art Staubsaugerfunktion. Durch seine superstarke Gravitation zieht er kleine Meteoriten und Steinbrocken magisch an. Die Staubsauger der Teams sind eine Nummer kleiner, maximal DIN A3 groß, selbst konstruiert und gebaut. In 3 Minuten sollen sie so viele Meteoriten, also Tischtennisbälle, einsaugen wie möglich. Explore Science prämiert die besten Konstrukteure. Das Weltall begreifen und erfassen, das geht nicht, sagen die Erwachsenen. Doch, sagen die Kinder und bauen sich Himmelszelte zum Aufklappen oder Sternschnuppen zum Mitfliegen. Astronomie ist einfach faszinierend und hat alle in ihren Bann gezogen. Auch die Geschmacksnerven der Kinder.